Willkommen zu den Shutter News. Heute haben wir etwas ganz Besonderes für euch. Die brandneue Canon R1. Ah, die Canon R1. Oder wie ich sie nennen würde, das Weihnachtsgeschenk, das keiner haben wollte, aber irgendwie alle bekommen haben. Die Canon R1 kommt mit atemberaubenden 24 Megapixeln. Ja, 24 Megapixel. Weil wir alle wissen, dass die besten Fotos aus den frühen 2000ern kommen. Das ist richtig. Wer braucht schon 30 oder 40 Megapixeln, wenn man 24 haben kann? Willkommen zurück im Jahre 2005. Aber Moment mal, der Sucher hat 9,4 Millionen Bildpunkte. Wow, endlich kann ich jedes einzelne Haar meines Katers in kristallklarer Auflösung sehen, während er sich weigert, für das Foto stillzuhalten. Und das Display? Oh, es ist genau das gleiche wie bei der Canon R5 Mark II. Selbst die Canon R3 hatte ein 4,15 Millionen Bildpunkte Display. Wieso nicht in einer Flaggschiffkamera? Was für eine Innovation! Es ist, als hätte man recycelt, um die Welt zu retten. Und natürlich ist es auch nicht unendlich drehbar wie bei der Sony A7 R5. Wer möchte schon flexible Bildwinkel haben, wenn man doch steife Nacken bekommen kann? Aber hey, sie kann immerhin 40 Bilder pro Sekunde machen. Das sind immerhin 10 Bilder mehr als bei der Canon R5 Mark II. Wow, 40 Bilder pro Sekunde. Damit kann ich die komplette Langeweile meines Lebens in vollen 24 Megapixeln festhalten. 4K sogar bis zu 60 FPS mit Oversampling. Gut, immerhin ein Vorteil zu der Canon R5, die nur bis 30 FPS kann. Was heutzutage so einen Unterschied zu einer Flaggschiffkamera ausmacht. Endlich! Jetzt kann ich die Geburtstagsfeier meines Hundes in einer Qualität filmen, die selbst Steven Spielberg vor Neid erblassen lässt. Und während eines Full HD Videos können sie sogar in voller Auflösung, ja in 16:9, sogar JPEG-Bilder machen. Die Canon EOS R1 nimmt in Full HD auf und das ist dann schon die erste Einschränkung. Und man kann dann parallel in voller Auflösung aber 16:9 Fotos machen. Das, was wirklich jeder Filmemacher braucht. Zwischen den wichtigsten Szenen seines Lebens mal eben ein Foto knipsen. Und es gibt sogar Knöpfe, die belichtet sind. Weil es nichts Wichtigeres gibt, als eine Kamera im Dunkeln zu bedienen, wenn man nachts heimlich Selfies von sich machen will. Und einen eingebauten Akkugriff gibt es auch sogar noch kostenlos mit dazu. Super, endlich eine Kamera, die ich gleichzeitig auch als Türstopper verwenden kann. Und das alles nur für einen Preis von 7.500 Euro ab November. Ein Schnäppchen! Wer braucht schon ein Auto, wenn man eine Kamera haben kann? Dieses Video wurde Ihnen präsentiert von den Shutter News. Immer ein bisschen mehr, als Sie eigentlich wissen wollten. Halt, stopp, bitte noch nicht abschalten, jetzt kommt nämlich nochmal meine eigene Meinung. Ich weiß nicht, was sich Canon da wirklich gedacht hat. Ich finde, es kann nicht wahr sein, in eine Flaggschiffkamera, auf die man jetzt schon jahrelang gewartet hat, wo die jetzt ankündigt wurde, dass das wirklich die beste Kamera sein soll, die es wirklich nur geben gibt, 24 Megapixel einzuverbauen. Das finde ich einfach eine Unverschämtheit. Ich meine, ich kann ja verstehen, dass das die Sportfotografen bestimmt super finden und dass die da auch mehr als 24 Megapixel nicht brauchen. Aber dann soll man diese Kamera Canon R3 Mark II nennen und nicht R1. Denn da erwarte ich mindestens 30 Megapixel drin. Und darunter kommt für mich einfach nichts mehr in Frage. Wie gesagt, lieber dann Canon R3 Mark II nennen. Fände ich auch insgesamt besser, denn ich finde so richtig die Flaggschiff-Specs hat sie nämlich auch nicht. Von der Canon R5 Mark II, die ja auch gleichzeitig veröffentlicht wurde, gibt es da basically fast keine Unterschiede. Ich meine, die Canon R1 hat nochmal einen erheblich teureren Preis als die Canon R5 Mark II. Die kostet verdammt nochmal 7.500 Euro. Und zu den größten Unterschieden gehört da schon, dass die einfach nur einen besseren Sucher hat. Selbst das Display ist genau gleich wie bei der Canon R5 Mark II, obwohl ja Canon schon mal bewiesen hat, dass die bessere Displays bauen können, wie halt in der Canon R3 schon. Das verstehe ich dann einfach nicht, wieso man jetzt selbst bei einer Flaggschiffkamera downgraden sollte, wo sie doch 7.500 Euro kostet. 40 Bilder pro Sekunde in der Serienaufnahme finde ich zwar selbst in Ordnung, aber selbst die Canon R6 Mark II hatte das auch schon. Also, ich finde, das sind jetzt keine Flaggschiff-Specs und da hätte man sich auch schon mal ein bisschen mehr einfallen lassen. Die Nikon Z8, die kann zum Beispiel 120 FPS. Das mag dann zwar komprimiert sein oder man kann das dann, das ist dann noch etwas komprimierter, aber die Option hätte man ja dann wenigstens mal geben können. Das Einzige, aber auch eigentlich Selbstverständliche, wo man jetzt noch sagen könnte, deshalb ist die R1 teurer als die R5 Mark II, ist halt, dass die R noch einen eingebauten Akkugriff schon mit drin hat. Die Kamera ist also etwas größer, man kann sie halt auch direkt schon auch vertikal nutzen und alles. Aber das ist es auch eigentlich schon. Canon hat hier wirklich einfach nur Mist gebaut.
Ich meine, wenn sie es als Canon R3 Mark II verkauft hätten, dann wäre das noch irgendwie verkraftbar gewesen. Und auch wenn der Preis nicht bei 7500 Euro liegen würde. Hallo, das ist teurer als die Sony Alpha 1. Und die hat 50 Megapixel. Im Endeffekt ist es jetzt wie vorher. Es wird wieder später diese Vergleichsvideos geben zwischen den Flaggschiffkameras von Nikon, Sony und Canon, wo dann Nikon mit ihrer Z8 ankommt, Sony mit ihrer Sony Alpha 1 Mark II, die bald rauskommen wird, und Canon dann halt mit ihrer R1. Was halt genauso wie bei der R3 war, war es einfach keine richtige Flaggschiffkamera war. Das hätte man dann lieber mit der R5 dann vergleichen können, aber wurde halt einfach nicht gemacht, weil die halt nicht als Flaggschiff irgendwie angesehen wurde. Gut, dafür, dass ich mich jetzt über die Canon R1 aufgeregt habe, fand ich dann ja schon die Canon R5 Mark II etwas besser, auch wenn sie ihre Kritikpunkte hatte, was ich in diesem Video hier besprochen habe. Wenn ihr das jetzt noch einmal sehen wollt, klickt gerne da drauf. Das war's jetzt aber mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich verabschiede mich. Ciao.